GGIW AG schreibt weiter gute Zahlen. Bensheim. Mit Energie die Zukunft GGIW innen. So titelte der südhessische Energieversorger seine Bilanzpressekonferenz. Der Vorstand der GGIW AG zog eine sehr positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2016. Also für mein erstes Vorstandsjahr, bin ja seit 01.01.2016 am Steuerrat der GGW, bin ich sehr zufrieden. Wir waren sehr erfolgreich im Markt, haben die Kundenbasis enorm verbreitert. 10% Mengenzunahme im Strombereich, 38% Mengenzunahme im Gasbereich. Haben ein gutes Ergebnis, sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet und dazu noch die Eigenkapitalbasis gestärkt. Und von daher bin ich wirklich sehr zufrieden. Und wir haben die ersten Schritte unternommen, um uns auf die neue Energiewelt vorzubereiten. Der Geschäftsverlauf war geprägt von einem sehr starken Anstieg der abgesetzten Strom- und Gasmengen. Mit Wachstum von rund 10% im Endkundenstromabsatz und rund 38% im Endkundenabsatz konnte die Mengensteigerung der Branche weit übertroffen werden. Dieses Wachstum war im Wesentlichen getragen von einem starken Anstieg der Kundenzahlen. Wir haben sehr attraktive Preise, wir haben sehr gute Cover-Response-Partner, wir konnten eine Ausschreibung mit allein über 7.500 Abnahmestellen gewinnen und dadurch haben wir mit sehr geringen Vertriebskosten eine hohe Kundenzahl gewinnen können und können natürlich dadurch sehr attraktive Preise anbieten. Der Konzernumsatz der GGIW AG hat sich somit von 234,3 Millionen auf 247,6 Millionen erhöht. Das Eigenkapital beläuft sich auf 63,6 Millionen und auch die Aktionäre dürfen sich auf eine solide Dividende freuen. Unsere Stärke ist ja, dass wir stabil, verlässlich über die Jahre die Ausschüttung auch gesteigert haben und auch zukünftig das Commitment an die Gesellschafter gegeben haben, unser Wachstum, unsere Veränderung, wie auch unser Neubau aus eigener Liquidität zu stemmen und nicht die Gesellschafter, die Aktionäre zur Kasse zu bitten und sagen, jetzt musst du auf Ausschüttung verzichten, damit wir weitere Themen anstoßen wollen. Nein, wir können beides und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Die GGIW AG wird auch in Zukunft den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben und signifikante Projekte anstoßen, wie die große Photovoltaikanlage in Heppenheim. Wir planen aktuell mit einer Anlage mit einer Leistung von rund 2,3 MW Leistung. Das heißt, wir würden dann auch so um die 2,2 bis 2,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugen können. Was ist der große Unterschied zwischen Windenergie und PV-Anlage? Ich glaube in erster Linie die Stetigkeit. Während Winderträge per se volatil sind, der Wind lässt sich auch schwieriger prognostizieren als die Einstrahlung, hat man einfach bei PV-Projekten eine relativ verlässliche Konstante. Das geplante Investitionsvolumen für 2017 beträgt annähernd 21 Millionen Euro. Und auch in einem wirtschaftlich schweren Umfeld ist die GGIW AG gut aufgestellt. Ich freue mich drauf und ich habe ein gutes Team, ein sehr gutes Team, was mich dabei unterstützt. Junge, motivierte, sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Und wir brauchen auch für die zukünftigen neuen Themen auch sehr gut qualifiziertes Personal. Das heißt, die Personalsuche wird für uns ein Erfolgsfaktor werden, dass wir wirklich auch im Wettbewerb stehen um die besten Köpfe. Die GGIW AG ist somit für die Zukunft gut gerüstet und setzt weiter auf ihre Strategie im Bereich erneuerbarer Energien. Die Investitionen im Bereich Windkraft und Solar werden fortgesetzt.